Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Ihr seht schon im Hintergrund, ich bin in den Hamptons. Naja, nicht ganz. Bis New York hat es nicht gereicht. Ich bin in den deutschen Hamptons, in der weißen Stadt in Heiligendamm und bei mir ist Thies Bruhn. Lieber Carsten, herzlich willkommen nochmal im Grand Hotel Heiligendamm. Wir freuen uns sehr, dass du bei uns bist. Die Freude ist ganz meinerseits. Es war die ganze Zeit tolles Wetter und jetzt hat sich ein bisschen zugezogen. Das ist aber gar nicht schlecht für unser Video. 10 Jahre, mein Lieber, warst du in Slowenien. Das stimmt. Ich glaube, 30 Jahre insgesamt für Kempinski tätig und die letzten 10 Jahre für die Kempinski-Gruppe in Slowenien. Wie fühlt es sich denn an, nach so vielen Jahren von der Adria an die Ostsee? Na, lieber Carsten, ich kenne dieses wunderschöne Ensemble natürlich aus meinen alten Kempinski-Zeiten. Für mich ist das Grand Hotel Heiligendamm einer der wunderschönsten Resorts in Europa. Und ja, dann kommt noch hinzu, dass vor kurzem, vor 7 Jahren genau, ein guter Freund dieses Grand Hotel gekauft hat. Und ich möchte ihm einfach helfen, dieses Hotel zu restrukturieren und servicemäßig von den Service-Standards als auch von der Profitability auf einen richtigen Weg zu bringen, auf den richtigen Weg zu bringen. Jetzt müsst ihr wissen, sein Haus in Slowenien galt als eines der bestgeführtesten Häuser. Der Service war da wirklich exzellent und deswegen natürlich meine Frage, was nimmst du denn von dort mit hierhin? Ja, Slowenien, Porto Roche und natürlich auch das Kempinski Palace und vor allem das Team werden immer einen besonderen Platz in meinem Herzen einnehmen. Immerhin war ich 11 Jahre dort und ja, wir waren Pioniere. Wir haben 2008 nach der Grand Opening es wirklich geschafft, in dieser Zeit dieses Hotel in diesem wirklich kleinen Land mit 2 Millionen Einwohnern als eines der besten in der Alpe Adria-Region zu entwickeln. Und was ich mitnehme, ist natürlich die Warmherzigkeit des Slowenen, viele Freundschaften und ja, Dankbarkeit, dass ich 11 Jahre in diesem wunderschönen Land leben und arbeiten durfte. Liebes Gewalt, ihr seht der gute Geist, die Annika war da und hat uns versorgt. Mein Lieber, zum Wohl. Zum Wohl, lieber Carsten. Nun gibt es auch traurige Dinge, die wir besprechen müssen. Wir sind immer noch ein Stück weit in der Corona-Krise. Wie hast du die Zeit denn hier genutzt? Lass uns mal über die positiven Dinge sprechen. Was habt ihr denn machen können, währenddessen ihr auch wahrscheinlich im Lockdown wart, oder? Ja, wir waren 2 Monate im Lockdown und natürlich habe ich mich mit meinem Team regelmäßig getroffen. Wir haben mit vielen Annahmen, Assumptions gearbeitet. Was wird sein, wenn wir wieder öffnen dürfen? Keiner wusste es. Ich hatte natürlich das große Glück, dass ich auch mit meinen Kempinski-Kollegen in Österreich in der Schweiz sprechen konnte, die im Zeitfenster 3 Wochen vor Deutschland waren. Ich denke, dass wir vieles richtig gemacht haben, weil das Gästefeedback ist hervorragend. Die Gäste fühlen sich bei uns sicher. Was habt ihr ganz konkret gemacht? Bedingt natürlich auch durch die Weitläufigkeit des Geländes. Aber wir haben konkret, arbeiten wir mit verschiedenen Sitzungszeiten. Gerade beim Frühstück gibt es eine erste und zweite Sitzung. Wir arbeiten mit Passagieren. Das heißt, der Gast hat die Wahl, ob ich früher oder später komme? Oder ich verstehe richtig, der Gast hat die Wahl, ob er in der ersten Sitzung von 7 bis 9.15 Uhr zum Frühstück kommt oder dann von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr. Mhm. Natürlich haben wir zurzeit keine Buffets. Wir haben Abholstationen, ist natürlich etwas personalintensiver. Auf der anderen Seite arbeiten wir zurzeit mit Etagieren, die wir einsetzen und ist natürlich ganz gut für die Foodkost. Wir Hoteliers haben ja auch immer eine Bühne. Bühne für unsere Gäste und auch für viele prominente Menschen. Nun weiß ich, dass manche prominente Menschen genannt werden möchten und manche nicht. Aber meine Zuschauer wollen natürlich immer die Namen wissen. Du hattest vor kurzem einen Star hier, der fürs ZDF gedreht hat. Wer war das? Ja, es waren viele Stars hier, weil es wurde eine ZDF-Sendung bei uns gedreht mit dem Traumschiff Kreuzfahrt ins Glück. Also über den Namen sprechen wir natürlich wirklich nicht. Ich freue mich natürlich nur, dass es uns auch mehr Aufmerksamkeit gibt, weil diese Sendung, ich habe gehört, schauen sich ca. 5 Millionen Zuschauer an. Das heißt, der Herr Silber, den du nicht nennen möchtest, war hier und hat das Traumschiff gedreht. So kann man es nennen. Sehr schön. Na, das ist zur besten Sendezeit, am 26. Dezember wird es ausgestrahlt. Also die Zuschauer können sich dann im Winter noch überlegen, den Sommer 2021 bei uns zu buchen. Ihr Lieben, so ein bisschen wie in meinem Buch, Sex bitte nur in der Suite, wir sprechen über Prominente, nur Gutes natürlich, aber Namen nennen wir keinen. Okay, habe ich verstanden. Du hast ein Haus übernommen, das eine Riesentradition hat, ein Haus, das eine lange Geschichte hat, eine tolle Geschichte, aber auch in den letzten Jahren einige Schwierigkeiten zu verdauen hatte. Das hat man in der Öffentlichkeit natürlich beobachtet. Und da habe ich aber den Eindruck, alles das, was man so über dieses Haus in den letzten Jahren negativ gehört hat, ist wie weg. Man schaut raus,
Die Fassaden sind neu gestrichen, jedenfalls mache ich so den Eindruck. Es glänzt alles. Die Mitarbeiter sind ein bisschen die Fingerspitzen motiviert. Und jetzt ist die Frage, wie gelingt es dir denn wieder, eine Anzahl von Stammgästen aufzubauen, damit das Haus dann auch betriebswirtschaftlich wieder erfolgreich wird? Denn, das darf man sagen, das ist sicherlich einer deiner der Hauptaufgaben, die du haben wirst. Richtig. Ja, früher gab es natürlich das Problem mit den Zugangswegen. Die Gäste hatten noch vor vielen oder vor einigen Jahren nicht die Privatsphäre, die sie sich von diesem Hotel gewünscht hatten, vom Grand Hotel Heiligendamm. Das Problem ist gelöst. Nur der Gast hat Zutritt zu unserem Hotelgelände. Das heißt, die Ströme sind weg. Die Ströme sind weg und ich denke immer, dass ein Hotel sich zu gewissen Zeiten auch öffnen muss. Also wir werden zum Beispiel zur Weihnachtszeit auch einen Weihnachtsmarkt machen, wo natürlich die Region Bad Domaran eingeladen ist, aufs Hotelgelände zu kommen. Nur jetzt im Sommer haben wir natürlich viele Gäste, auch viele Familien mit Kindern und die möchten natürlich auch eine Privatsphäre haben. Und da ist es ganz klar, dass wir uns natürlich dann auch ein bisschen abschließen und unseren Gästen diese Privatsphäre ermöglichen. Und wie gesagt, was ich von dir immer gelernt habe, ist Service Excellence und Kreativität. Die heutigen Gäste möchten überrascht werden und positiv überrascht werden. Und ich bin der Meinung, dass Grand Hotels nicht immer steif und plüschig sein müssen. Wir beide haben für einen großen Visionär gearbeitet, Reto Wittwer. Und ich denke, dass wir beide sehr viel von ihm gelernt haben. Und Reto hat immer gesagt, you have to anticipate the change of business. Du musst in die Zukunft schauen. Und das machen wir auch hier. Und die Gäste müssen die Zukunft in einem Hotel auch erleben und spüren. Und das erleben sie hier. Wir sind sehr kreativ, sehr innovativ. Und wenn du über einen Visionär sprichst, dann müssen wir auch über den Erfinder dieses Resorts sprechen. Wenn du gestattest, über Anne-Rose Jagdfeld. Ich kenne Herrn Jagdfeld noch aus meiner Zeit im Adlon, denn er hat das Adlon ja kreiert und ich war damals der erste Hotelmanager. Wir haben gestern Gelegenheit gehabt, mit ihm zu Abend zu essen. Stimmt. Das war ein schöner Abend. Das war ein wunderbarer Abend. Sag mir, die Familie Jagdfeld, die ja mittlerweile hier oben lebt, richtig, heute haben wir die Söhne gesehen. Was bedeutet das für die Region? Was bedeutet das aber auch für die Weiße Stadt am Meer, die ja zu den Hamptons werden soll? Es ist ja nicht nur ein Hotel, es gibt ein wunderbares Restaurant außerhalb des Resorts, neben deinem guten Restaurant. Richtig. Ja. Es gibt aber auch andere Freizeitmöglichkeiten und Ideen, dieses Hotel in ein wirkliches Resort weiterzuentwickeln. Was liegt da auf dem Tisch? Also wir werden natürlich gemeinsam mit Familie Jagdfeld, wir sitzen beide in einem Boot. Ja, es gibt nur Win-Win-Situationen zwischen uns beiden. Herr Jagdfeld hat ja nicht nur sein wunderbares Restaurant Medinis in unmittelbarer Nähe des Hotels, sondern auch diesen wunderbaren Golfplatz, auf dem wir heute Gelegenheit hatten, neue Löcher zu spielen. Für mich als alter Golfer eines der schönsten Golfresorts in Deutschland, auf jeden Fall zu den Top 20 dazugehörend. Und Herr Jagdfeld oder Familie Jagdfeld wird auch dieses Resort weiterentwickeln, was natürlich für uns als Hotel sehr, sehr wichtig ist, weil es nur 5 Minuten vom Grand Hotel Heiligendamm entfernt ist. Nun hat jede Krise Verlierer und Corona hat sehr viele Verlierer. Es gibt aber auch ein paar Gewinner. Und ich finde, man darf auch über die Gewinner und über solche sprechen, weil Glück und Pech bedingt sich nun einmal. Ich habe den Eindruck, eure Belegung ist besser denn je. Ich habe den Eindruck, euer Haus hat eine höherpreisige Klientel. Ist Corona am Ende für die Ostsee, für die Resorts mehr Geschäft? Ich denke, dass sich der Hotelmarkt konsolidieren wird. Ich glaube, dass Hotelgruppen, die overleveraged sind, die werden Schwierigkeiten haben. Ich glaube aber auch, dass Hotels, die eine gewisse Großzügigkeit haben, Weitläufigkeit, wie jetzt zum Beispiel das Grand Hotel Heiligendamm oder Schloss Elmau in Bayern davon profitieren werden. Ob es nun die Ostsee ist, die Nordsee, darüber kann man diskutieren. Natürlich sind die Gäste froh, endlich mal wieder einen freien Blick aufs Meer genießen zu dürfen und wir profitieren auf jeden Fall davon, das ist richtig. Großzügigkeit in Kleinigkeiten, auch eine Sache, die wir von Reto gelernt haben. Der Charme der Mecklenburger ist manchmal etwas spröde. Richtig. Das spürt man aber hier im Haus nicht. Was macht ihr anders? Wie motivierst du deine Menschen? Wie sorgst du dafür, dass doch diese hochpreisige Klientel den Service-Level erfährt, für den sie auch bezahlt? Das tust du ja. Ja, für mich war es schon immer wichtig, Mitarbeitern Freiheiten zu geben, Verantwortung zu geben und auch Vertrauen zu schenken. Ja, das ist, nochmal, Vertrauen, Verantwortung und Freiheit. Genau, das sind für mich wichtige Nachzulesen Werte. Lassen wir es. Nachzulesen wo? Erzähl. Schluss mit Everybody's Darling.
gerade in jetzigen Zeiten merken wir es. Ich gebe dir einen Punkt. Ja. Wir haben viele Mütter mit Kindern zum Beispiel, die für uns arbeiten. Und gerade die Mütter mit Kindern in der Corona-Zeit haben es besonders schwierig. Ja, absolut. Weil viele Kitas und Schulen geschlossen waren und natürlich jobbedingt dann auch eine Doppelbelastung da waren. Also Vertrauen auch insofern, dass sie ihre Arbeitszeit flexibler gestalten können und wir als Arbeitgeber auch unseren Mitarbeitern diese Möglichkeiten geben. Aber wie gesagt, wir sind in den letzten 15 Monaten, seitdem ich hier bin, als Team noch näher zusammengerückt. Die Leidenschaft ist da, dieses wunderschöne Ensemble, dieses tolle Resort dorthin zu bringen, wo es hin muss. Und für mich ganz klar, es muss in einem Atemzug mit den Großen in Europa genannt werden und zu den Top 5 in Deutschland gehören. Das ist ein gutes Stichwort. Dieses Jahr zum ersten Mal macht das Institute for Service Excellence gemeinsam mit seinen Partnern der Allgemeinen Hotel- und Gaststättenzeitung, der AGZ, natürlich dem Handelsblatt und der IUBH, der wichtigsten Universität, ein Ranking. Ihr gehört zu den 100 besten Hotels in Deutschland. Toll. Ein Ranking, das es noch nie gab. In anderen Ländern ist das gang und gäbe. Wir machen das zum ersten Mal. Wie wichtig ist das für dich? Wie wichtig ist das für deine Gäste? Und möglicherweise ist diese Einordnung auch wichtig für deine Mitarbeiter. Carsten, nochmal, wir kennen uns schon wirklich sehr, sehr lange und wir haben 30 Jahre Kindergarten quasi. Wir haben beide denselben Fokus. Ich habe auch in den letzten Tagen gemerkt, dass wir uns sehr, sehr ähnlich sind, auch was die Leidenschaft angeht für die Hospitality-Industrie. Und wie gesagt, wir sind hier bereit, die extra Meile zu gehen. Du hast das immer vorgelebt, auch in deinen Positionen, die du innehattest. Und insofern freuen wir uns, als Partner an deiner Seite zu stehen. Und natürlich ist uns das sehr, sehr wichtig, weil von dir, deinen Lesern und auch von deinen Partnern ausgezeichnet zu werden, ist ein ganz, ganz großes Privileg, auch für das Grand Hotel Heiligendamm. Und deswegen kann ich dir eins versichern, wir stehen jederzeit gemeinsam als Team und Partner zusammen. Ich danke dir, dass ich die Erfahrung hier in Heiligendamm teilen durfte. Ich war zweimal vor dir hier, das erste Mal vor, ich weiß nicht, 20 Jahren zur Eröffnung, vielleicht ist es schon ein paar Jahre länger her sogar. Und dann einmal noch vor ungefähr 5 Jahren. Ich bin wirklich angetan von dem, was hier passiert. Ich freue mich vor allem über das viele Geschäft, was ihr habt. Du weißt, ich bin in vielen Hotels unterwegs. Ich war jetzt in den Stadthotels in Deutschland. Da ist noch gähnende Leere und bei euch brennt der Baum und es funktioniert. Also herzlichen Glückwunsch. Vielen, vielen Dank. Glück auf und auf bald. Auf bald. Du bist jederzeit herzlich willkommen und deine Leser und Partner natürlich auch. Danke. Vielen, vielen Dank.